Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem Biersüffler. Ja, und heute habe ich wieder was Schönes auf dem Gabentisch. Ein Bier, das ich noch nicht kenne. Ja, zumindest den Typ, den kenne ich. Aber hier, das ist nämlich das Kapuziner Weißbier Hefe Dunkel Naturtrüb. Ich habe schon mal einen Kapuziner getrunken, allerdings war das helle Naturtrübe Weißbier. Und ich glaube, das hatte auch ein rotes Etikett. Bin mir jetzt nicht so braunrot, bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher. Aber dieses hier, das dunkle, kenne ich definitiv nicht. Ja, kommt aus Bayern, das Gute. Wieder ein bayerisches Bier hier in dieser Bügelverschlussflasche. Hat 5,1% Alkohol drin. Und das Besondere, glaube ich, erstmalig auf diesem Kanal, wir haben jetzt mal ein Bier tatsächlich nicht nur mit Gerstenmalz, sondern auch mit Weizenmalz hier drin. So steht das hier zumindest drauf. Und das fand ich schon mal auf jeden Fall richtig ordentlich. Ja, Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Ja, wunderbar, das ist alles, was ich mag. Schön. Ja, bin ich richtig zufrieden, hier diese Fläschchen hier bekommen zu haben. War beim Rösler gewesen, war ich mal wieder beim Rösler und ja, da habe ich es bekommen. Ja, fangen wir mal an, die Flasche hier, das Etikett, also ich mag's. Das ist irgendwie zwar ein bisschen altbacken, ne, mit diesem Mönch da so drauf, mit diesem Kapuziner, ne, mit diesem typischen, ja, mit dieser Haarpracht, sage ich jetzt mal, mit dieser merkwürdigen Frisur. Aber irgendwie hat das was, ne? Also man stellt sich da wirklich so einen dicken Mönch vor, der dann irgendwie da anfängt, da das Bier zu brauen. So ganz so altertümlich, so mittelalterlich vielleicht ein bisschen. Ja doch, es erinnert mich wirklich so ein bisschen an Mittelalter. Also ich mag's irgendwie vom Etikett her. Finde ich ganz gut. So, machen wir mal auf. Zack. Oh, guck an hier. Ja, da steckt eine Menge Frische drin, ne? Das muss man auch sagen. So, wissen wir Bescheid. Machen wir erstmal einen Schank. Ne? Hier Leonardo, diesmal natürlich ein Weißbier, Hefeweizenbierglas. Und los geht's. Oh, hört ihr den Sound und die Welle? Fantastisch. Und das ist wirklich dunkel. Wow. Wow, wow, wow. So. Gut. Lassen wir mal kurz setzen. Oh Gott, da kommt aber auch eine Menge. Das nenne ich mal ein Bier, oder? Wahnsinn, ja? Da ist sogar noch was drin hier. Da müssen wir jetzt mal hier eben, ihr kennt das, ne? Bei Hefe immer. Ja, so. Wow, 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 wow. So, kippen wir mal von oben. Wir wollen ja auch die Naturtrübung. Kommt da ein Brocken rein. Schaut euch das mal an, was da für ein Brocken rein. Habt ihr das gesehen? Wenn mir das gelingt, dann mache ich das mal auf Zeitlupe. Da kam ja richtig ein Stück da reingeflogen da. So, wuh. So, ja. Das ist so Bier. Ja, das ist ein richtiges Bier. Fantastisch. Ja, da hatten wir wirklich kurzzeitig eine Blume gehabt, die ja wirklich sensationell war. Jetzt fällt sie natürlich ein. Also sie kommt so langsam zum Stillstand. Ich sag jetzt mal, das sind so gute anderthalb Fingerbreite, die wir haben, sackt natürlich relativ schnell zusammen und wir haben eine wirklich sehr feinporige, cremige Blume, die auch wirklich komplett durchzogen ist mit einem hellbraunen Ton, leicht ins Beige rein, sandfarben, bleibt am Glas haften und in der Mitte, da wo es schön zentriert, da sind dann halt diese Luftbläschen, die einen wirklich prima begrüßen. Sie begrüßen einen, sagen Hallo und das ist natürlich sehr, sehr appetitlich, sehr, sehr ansprechend. Weil ich ein bisschen schade finde, auch generell immer auch beim Hefeweißbieren, dass die Blume einfach zu schnell zusammenfällt, weil das ist wirklich immer sehr schön zu betrachten. Und hier merkt man richtig, wie sie sich so langsam, also wenn man das jetzt in Zeitlupe sieht, es löst sich, es knistert richtig. Ja, man kann das, ich kann das leider jetzt mit dem Smartphone nicht machen, das geht leider nicht, aber das knistert, ja, das ist richtig toll. So, von der Farbe her, das ist jetzt nicht schwarz, aber das ist erdig. Das ist richtig dunkelbraun-erdig. Das ist, so stelle ich mir ein erdiges Bier vor. Und ich kann nicht durchgucken. Ja, da steht die Softbox und ich kann gar nichts erkennen. Und hier ganz unten, wie gesagt, da sehe ich es dann halt aufsteigen. Die Kohlensäure so leicht, so prickelt es nach oben.
und einen Teppich erkenne ich logischerweise gar nicht, weil dafür ist es einfach zu dunkel. Dafür erkennt man es aber von oben. Da ist, wie gesagt, ordentlich was los. Also da tanzen sie richtig drin. Die Luftbläser, die Kohlensäure, ne? Das ist da richtig ein Erlebnis. Ja, von der Optik, obwohl keine Blume vorhanden ist. Ich bilde mir jetzt mal ein, beim frisch gezapften hätte man das dann wahrscheinlich noch. Glas war selbstverständlich vorher kalt ausgespült, so wie man das gerade bei Weizenbieren macht. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Dennoch, aber ich berücksichtige das jetzt nicht. Es sieht von der Farbe einfach fantastisch aus. Es ist appetitlich, es ist ein Bier, was getrunken werden will. Deswegen 8 Punkte schon mal für die Optik. Da spielt auch das Etikett natürlich eine Rolle, das mag ich auch. Das regt ja auch die Sinnesreize an, nicht wahr? So, jetzt machen wir mal ein Anschnuppern. Achtung. Ja. Ja, das ist Hefe, Leute. Das ist richtig intensiv, richtig Hefe. Das mag man. Da ist auch richtig Malziges drin. Das riecht nach Naturfrische. Ja, so stelle ich mir eine richtige Naturfrische vor. Ausgezeichnet im Geruch. Also auch hier Optik, Geruch, das will man sofort irgendwie. Ja, und das machen wir jetzt auch. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt einen Antrunk, Freunde. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Zum Wohl. Auf uns hier. Wollen wir mal. Oh. Leute, das ist Saft, ja. Also im Antrunk, das breitet sich sofort aus. Für meinen Geschmack fast ein bisschen zu schnell. Also ich hätte es ganz gern, wenn es sich so ein bisschen legen würde in die einzelnen Bereiche, im Mundraum, an den Backen, auf der Zunge, am Gaumen, hinterer Zungenbereich, unterer Zungenbereich. Ne? Da hätte ich es ganz gerne, dass das so ein bisschen langsamer alles passiert. Das kommt recht zügig. Schon während des Antrunks merkt man auch schon, ja, in welche Richtung das Ganze geht. Es geht in diese säuerlichen Hefenuancen rein. Klassischer Hefegeschmack, ganz klar. Diese Frische von diesem Getreidefeld, die ist da auf jeden Fall drin. Und das macht das Bier auch wirklich richtig süffig und richtig saftig. Ja, also, wenn ihr wissen wollt, wie man Natur trinken kann, da ist es. Ja, nicht nur wegen der erdigen Farbe, das ist es einfach. Das ist so richtig so eine Naturwürze da drin. Ja, da hat einer so Gott oder wer das war, so zack, da reingemacht. Ja, fantastisch. Machen wir mal ein Mittelteil, weil das ist alles schon vorbereitet jetzt. Jetzt können wir ein Mittelteil machen. Zum Wohl nochmal. Ja, da hat es natürlich den vollen Charakter. Also da ist ganz klare Charakterstärke drin. Der ganze Körper, der ist so solide, der ist richtig so ein Fundament, auf das aufgebaut wird. Fangen wir an. Also, Mittelteil, wie ich schon gesagt habe, im Antrunk, da merkt man schon, wohin die Reise geht. Das heißt, die Hefe, die spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Ja, ist ein Hauptdarsteller da im Glas drin, die Hefe. Ja, die tanzt da rum, die zeigt, wir sind hier. Die hat richtig Bock irgendwie, ja, getrunken zu werden und auch ihren Geschmack zu präsentieren. Also eine sehr gut ausgesuchte Hefe haben wir da schon mal. So, dann an der Hefe selber klebt natürlich diese Würze, habe ich schon gesagt. Das ist diese Naturwürze, die da drin ist. Die schmeckt man natürlich auch raus. Die bekommt nochmal so gerade so, wenn man so ein bisschen so schon zum Abgang hinunter geht, so im hinteren Zungenbereich, da merkt man eine leichte Kakaonote, aber wirklich so eine ganz dezente Kakaonote, die da noch mitschwingt. Dann natürlich im Wechselspiel, ne, das baut sich ja alles auf, wie gesagt, da haben wir natürlich die Hefe, die die Säure abgibt. Da haben wir, wie es genauso beim Pizzateig zum Beispiel, da haben wir die Säure wunderbar aus, also wirklich richtig schön raffiniert, sage ich mal, ausgeklügelt. Das spielt wunderbar zusammen. Dann haben wir noch so ein bisschen so einen Fruchtkörper drin, den ich nicht näher definieren kann. Ich sag jetzt mal, er kommt so vom Getreidefeld, ne? Das ist so dieser Weizenmalz, der auch so diese gewisse Süße, aber auch so dieses Fruchtige mit sich bringt. Fantastisch auch hier, auch wenn das nur ein bisschen dezent im Hintergrund ist.
Was mich ein bisschen stört, ist auch hier diese Aromen, diese Nuancen, die man erschmecken kann, sind leider ein bisschen für meinen Geschmack zu kurzweilig. Das heißt, zu schnell kommen sie an, drehen in der Kurve und düsen dann mit Höchsttempo wieder ab und verschwinden Richtung Abgang. Das ist ja schade, ich möchte noch mal einen Schluck nehmen. Ja, eindeutig, wie ich es gerade beschrieben habe, das ist da im Glas und das ist verrückt, was da drin abgeht in dem Glas. Also Wahnsinn, ja, das ist appetitlich. So, jetzt machen wir mal noch einen Abgang. Ja. Gut. Da ist es erstaunlicherweise gar nicht so samtig, wie ich jetzt eigentlich gedacht hätte. Jetzt hätte ich gedacht, so Mensch, wenn alles so toll ist, jetzt müsste das auch samtig sein. Da ist es erstaunlicherweise gar nicht so samtig, sondern eher so ein bisschen ölig. Also da merkt man halt auch noch so einen Film, der nachschwingt. Also wenn man schon den ersten Schluck dann runtergeschluckt hat und der sich ungefähr hier so in der Mitte befindet und sich ganz stark darauf konzentriert, dann merkt man, dann ist noch so eine Spur, die hinterherzieht. Ein bisschen so ein Ölfilm, so ein bisschen was Öliges so, ja. So, das schwingt dann noch irgendwie so ein bisschen mit und gleitet dann so runter. Das ist nicht hundertprozentig im Einklang, ansonsten hätte ich gesagt, okay, das ist eigentlich doch ganz samtig, ist ganz angenehm. Und dieser Film, der dann halt noch irgendwie ja, mit runter schwingt im Anhang, da haben wir dann halt das Problem, dass das nicht wirklich ja, diesen Nachgeschmack nach oben wieder auf die Zunge und in den Mundraum transportiert. Das finde ich ein bisschen schade. Das heißt, ja, was lernen wir da draus? Also wir sollten da auf jeden Fall größere Schlucke nehmen, weil wenn man kleinere Schlucke macht, das ist nicht so gut, ne? Weil dann hat man keinen Nachgeschmack. Also es bietet sich tatsächlich an, schnell getrunken zu werden auch. Also schon genießen, aber halt mit größeren Schlucken, weil da kommt das tatsächlich besser zur Geltung. Weil das braucht anscheinend wirklich so diesen ordentliche Geschmackspackung, ja, halt, dass ich das richtig entfalten kann, auch in der Kehle halt, ne? Das ist ein bisschen schon zu wenig, so ein kleiner Schluck. Ja, fassen wir mal zusammen. Schmeckt mir auf jeden Fall wesentlich besser als das Helle. Das Helle, das hat mir irgendwie so, das war so durchschnittlich gewesen, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das hier ist wirklich sensationell. Also das muss ich wirklich sagen, das wird schwierig werden. Also das ist schon so eine Nummer, wo ich sage so, oh, damit so, da kriegt man mich, ja, da kriegt man mich. So. Das ist so wieder so, oh, das ist so ein Ding, kastenverdächtig, ne? Das ist kastenverdächtig. Ja, also... Ja, was soll ich da jetzt so groß sagen? Also es ist einfach genial. Es ist, man hat sich Gedanken gemacht bei der Rezeptur. Man ist wirklich ganz feinsinnig da rangegangen. Man hat wirklich versucht, so richtig was rauszukitzeln. Und so stelle ich mir ja, ein Bier vor, was so ein dicker Mönch da unten im Klosterkeller zusammenbraut. Ja, so stelle ich mir das vor. Es ist wirklich ordentlich nach Hefe. Das mag ich sowieso. Naturtrübe Biere mag ich. Ich mag Biere, die nach Saft schmecken. Finde ich richtig gut. Und es ist fast perfekt. Es ist fast perfekt. Für meinen Geschmack ist es halt einfach noch, dass es zu schnell kommt. Es ist irgendwie noch zu schnell. So diese Aromen, die wollen zu schnell. Wenn die so ein bisschen langsamer sich setzen würden, würde ich es ganz richtig gut finden. Ja, so richtig geil finden. Kommen wir zu einer Bewertung. Was geben wir? Ganz klar. Ich hätte fast eine Höchstwertung gegeben, hier gebe ich 9. 9 von 10 Punkten, momentan das höchste, was wir bewertet haben an Bier. Aber ich kann einfach nicht weniger geben, weil das einfach von der Qualität her, vom Geschmack her, wie das Erscheinungsbild ist, bis auf die Blume, wirklich fast perfekt ist. Also Leute hier aus der Brauerei, da wisst ihr Bescheid in Bayern, ne? Macht da noch mal ein bisschen an der Blume ein bisschen was, ne? Und dann geht das schon klar hier, das Ding. Also das ist schon... Könnt ihr euch bewerben für einen Wettbewerb? Da stehen die Chancen gut, glaube ich. So, der Biersüffler ist draußen. Da kümmere ich mich jetzt noch drum, Freunde. Da könnt ihr auch einen drauf lassen hier. Durst hier. Und ja, wenn ihr die nächsten Biertests nicht verpassen wollt, wisst ihr Bescheid. Abonnieren. Ich bin jetzt erstmal draußen. Ciao, euer Biersüffler.